Moin Leute, herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Heute ist ein richtiger Scheißtag, Digga. Heute ist ein richtiger Scheißtag. Ja, heute, also ich war gestern noch lange wach, bis 3 Uhr morgens. Heute, ich wach auf, Handy kaputt. Auf einmal, weiß ich meine, es ist auf einmal mein Handy kaputt. Und jetzt muss ich warten, meine Eltern überlegen noch, ob sie mir jetzt ein neues kaufen wollen. Ich habe gesagt, wenn dann, dann zahle ich mit und ja, oder krieg kein Taschengeld mehr oder so, damit ich ein besseres bekomme. Weil jetzt nochmal ein Samsung Galaxy S8 zu kaufen, ist halt sinnfrei. Ne? Ich habe das S8 geliebt, ich habe es auch also weiterempfohlen, mega geiles Handy. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht daran liegt, dass es das S8 ist, dass es jetzt kaputt ist, weil das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Es ist halt kaputt. Also an alle, die ich eingespeichert habe auf dem Handy, Berdan, Luca oder wer auch immer das sieht. Ich hoffe, dass ich eure Kontakte noch habe, wenn ich ein neues Handy bekomme. Ich werde es wahrscheinlich nicht vor nächster Woche Donnerstag bekommen. Ach, absolute Scheiße einfach. Ja. Wir spielen Fortnite, damit ich was zum Hochladen habe. Was ist das? Beach Assault. Stefan Pruditz. Digga, ist das aber bestimmt mal die Strandabwehr. Das hört sich ganz okay an. Aber komm, wir spielen. Wir spielen Gruppenkeile. Heute sind neue Skins rausgekommen. Okay, Spiel hängt sich auf. Wartet kurz. Und zwar das Heftige daran ist, wenn ihr ein Banner ändert. Zum Beispiel, jetzt haben wir den Grill. Dann hat die auch den Grill. Oder wenn wir die Farbe ändern, warte hier. Dann hat die auch die Farbe geändert. Ich bin noch am Überlegen, was das Beste ist. Ich glaube, ich werde so ein... hellblauen Ton mit einem... Knochen? Nee. Keine Ahnung, einfach mal... Morgenstern, der war, glaube ich... Nee, wo ist das Fossil? Hier, Season 3. So, sieht ganz geil aus, finde ich. Starten wir einfach mal rein. Mega geiles Set auf jeden Fall. Ist heute echt ein schöner Tag geworden. Bin spät aufgestanden. Freue mich jeden Tag aufs Neue, dass ich Ferien habe. Ja. Und dann sowas. Ich kann es halt nicht mehr einschalten. Es ist aber hundertprozentig aufgeladen. Also, es ist halt ein Blackscreen. Und wenn ich es versuche einzuschalten, dann geht nichts. Aber das Lad an, also es ist auch kein Akku. Also es kann nicht sein, dass das Handy keinen Akku mehr hat, weil das Ladekabel wird die ganze Nacht angeschlossen und es müsste einen Akku haben. Es muss einfach einen Akku haben. Weil das Ladekabel funktioniert auch beim Handy von meiner Mama und da muss es halt bei mir auch funktionieren. Weil S9 und S8 haben halt keine Unterschiede, fast. Eigentlich fast gar keine. Also, wer sich ein S9 kauft, ist wirklich dumm. Meine Meinung. Weil es ist halt genau wie das S8, nur teurer. Gut, es hat vielleicht eine bessere Software mittlerweile, aber mehr nicht. Gut, Salty ist wieder golden. Da landen viele, wir landen Megamall wie letztes Mal. Ja. Ansonsten hat sich nicht viel getan. Kaputo, was ist das für ein Gleiter? Achso, das ist der, den wir gestern schon gespielt haben. Ich habe das Set nicht mehr geändert gestern. So, die Texturen buggen wieder. Das gefällt mir nicht. Okay, jetzt geht's. Ich feiere das. Ich feiere den Skin auch. Ne? Also. Eigentlich würde ich mich gerade voll freuen und so, aber. Nee. Weißt du, das Handy habe ich um 3:30 Uhr morgens noch benutzt, habe Trimax geschaut. Alte Clash Royale Folgen auf gute alte Zeitenbasis. Und dann. Zack, bam, weg. Ich weiß nicht, wie es passieren kann. Wirklich nicht.
Ich habe keine Ahnung. Das Video soll eigentlich nur ein Infovideo sein, darüber, dass ich... Also, dass... Wenn das irgendjemand aus meiner Klasse sieht oder sowas, dass ihr mir jetzt nicht schreiben könnt oder mich nicht anrufen könnt. Weil halt einfach... ja, ich mein Handy nicht benutzen kann. Und jetzt auch erstmal für ein paar Tage keins bekommen kann. Ja. Es ist, wie es ist. Versuche mal zu einem besseren Thema überzuschreiten. Aber mir fällt gerade ehrlich gesagt keins ein. Ach! Nee. Habe ich das mit der Switch und dem Driften schon angesprochen? Ich glaube schon, oder? Ja. Das habe ich schon angesprochen. Fortnite gibt es auch nichts Neues, außer halt dieses heftige Set hier. Ich glaube, ich werde mir heute auch noch die Spitzhacke zu holen. Ach, und es gibt ein neues Bundle. Es ist jetzt auch schon verfügbar für PC. Ich habe mir gerade vorhin eine Nintendo-Karte geholt, aber vergessen, es einzulösen. Merke ich es gerade. Muss ich noch machen nach der Runde. Hä? So. Gut, dann hauen wir ab. Ich brauche noch ein paar Mets. Was kann ich noch reden? Was gibt es denn noch so? Ah ja. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was euer Lieblingsgetränk ist. Weil meins persönlich ist Juicy. Den Pfirsich. Was ist das? Pfirsich Kamille? Warte kurz. Ne, Pfirsich Hibiskus, sowas. Ja, heftiger Eistee auf jeden Fall. Oder Fused Tea. Keine Ahnung, wo da der Unterschied liegt. Hab das noch nie eingegeben. Bei Übersetzer. Ich kenne auch viele Leute, die sagen, Fused Tea ist nicht so geil. Weil ich persönlich feiere es halt einfach übertriebenst. Apropos, habt ihr Bock irgendwie auf ein anderes Projekt noch in Zukunft? Irgendwelche Spielvorschläge oder sowas? Weil aktuell, weiß ich nicht, Mario Maker bringe ich halt hin und wieder. Ich habe auch übrigens, ich bin aktuell echt am überlegen, ob ich den Story Mode jetzt durchziehen werde. Weil es macht mir nicht so viel Bock, diese Story Mode Videos immer hochzuladen und zu spielen. Also ich würde halt lieber online was machen. Ich glaube, da werde ich jetzt im nächsten Infovideo zu äußern. Dass wir den Online-Modus jetzt erstmal anspielen werden. Oder halt generell spielen werden. Weil ich finde, Online-Modus, es sind halt viele, viele gute Level am Start. Und der Story-Modus ist ein bisschen langweilig. Ach, wir nehmen uns die Tactical wieder. Achso, das ist ein Gegner, LOL! Okay, was war das denn? Hab ich nicht mal angeguckt, oder? Na egal. Ja, es sind noch 2 Tage bis zum Live-Event. Ich warte jetzt aufs Live-Event, auf die neue Season natürlich. Dann wird das schon.
Wir brauchen auf jeden Fall eine Sniper, wollte ich gerade sagen. Da ist sie. Sehr schön. Da unten haben wir wieder die Annäherungsgranatenwerfer. Wie beim letzten Mal. Eigentlich haben wir fast dasselbe Equip, oder? Fast dasselbe Equip. Geil. Nur halt den neuen Skin. Ich muss sagen, ey, das ist einfach geil, oder? Es ist wieder Fußballskin, nur halt besser. Du kannst halt deinen eigenen Style machen. Weißt du, ich meine? Schade, dass es nicht mehr Farben gibt. Ein paar fehlen mir da schon. Zum Beispiel tiefschwarz wäre auch geil gewesen. Ah, okay. Gestern haben wir eine absolute Baba-Runde hingelegt. Also 31 von 100 Kills war halt wirklich heftig. Mal gucken, wie es jetzt wird. Ich werde das Video sowieso hochladen. Ist egal, wie gut ich bin. Oder wie eben nicht gut ich bin. WTF, als ob ich das nicht getroffen habe. What the fuck? Ist es unpräzise oder was? Wusste ich gar nicht, dass es nach unten geht. Wer schießt mich ab? Da. Auch kein Hit? Doch. Ich bin gerade ziemlich lost, merke ich selber. Also es lenkt mich halt echt ab, das Thema mit dem Handy. Aber wie kann es passieren, dass ein Handy von ein auf anderen Stunden kaputt wird, was ich meine? Ich meine, ich habe 10 Stunden geschlafen oder sowas. Ich habe lang geschlafen, bis 2:30, aber... war trotzdem, kann es nicht sein, dass in 10 Stunden Handy einfach so kaputt wird, oder? Das ist doch nicht normal. Low. Boah. Hier ist aber einiges los. Ich werde auch bald wieder Solo spielen, aber ja. Fuck, da unten war er. Hattet ihr das auch schon mal, dass euer Handy so auf einmal kaputt geworden ist? Aber so wirklich komplett auf einmal? Ich persönlich noch nicht. Aber ist doch erst mein zweites Handy gewesen, also. Ich habe mein erstes Handy mit 10 bekommen und jetzt mein zweites halt mit 11. Ja. Warte mal. Oh lol, Digga, beide meine Handys haben 1,5 Jahre durchgehalten. Also das erste ist noch nicht kaputt gewesen. So, aber beide Handys hatte ich 1,5 Jahre. Ich glaube, das... oh Gott, ich hoffe, das behalte ich nicht bei. Weil angenommen, ich bekomme wirklich ein S10, Bruder. Das muss schon länger halten. Mein Equip. Nehmen wir uns doch diese Waffe. Ich müsste heute Cola kaufen gehen. Mein Kühlschrank ist fast leer hinter mir. Ich habe ja hinter meinem PC jetzt einen Kühlschrank. Seit Anfang der Ferien. Seit 2 Wochen. Und ja. Da hatte ich immer Cola Light drin. Und jetzt hat mich wer gesehen, das ist nicht gut. Niemand kann mich ficken. Warte, ich lade noch nach.
Bis jetzt auch eine gute Runde, 8 Kills. Aber wie gesagt, es bringt sich eh nichts mehr zu spielen jetzt eigentlich. Ich bin maxed out, was die XP angeht. Ich habe Vendetta Max, ich habe alle Fortbytes, was ich meine. Die Season ist für mich um. Aber ich kann noch keinen Rückblick machen aufgrund des Live-Events, weil das erst stattfindet. Und ich hoffe, dass mein Aim auch bald wieder zurückkommt, weil das war es komplett mit mir. Meine Fresse, jeden Kill clearen. Jeden Kill, Digga. Nicht sein Ernst. Was zum Fick ist das, Digga? Aber der gehört mir. Meine Güte. So, letzter Schuss. Holy shit, Digga, hab mich so hops genommen. Scheißdreck! So ein Scheißdreck, Alter. Meine Fresse. Ich wollte eigentlich 15 Kills machen, aber das schaffen wir nicht mehr. Hätten wir den gekriegt, hätten wir es noch schaffen können, aber jetzt ist ja unwahrscheinlich das Ganze. Obwohl. Beides lost. 2 Kills. Kills. Ich werde schon wieder angeschossen von irgendwo. Komm, ich muss jetzt Nahkampf gehen. Ich brauche noch 2 Kills, komm. Den hier. Ja. Und den hier. Ja! Geil. Scheiße, schon wieder der. Aber er hat auch den Skin geholt. Ehrenmann auf jeden Fall. Es hat einfach ein heftiger Skin, oder? Also, es sind zwei... Ich habe mir die Blonde geholt, weil ich Blonde... weil ich die blonden Charakter hier in Fortnite auf jeden Fall am besten finde. Aber... Es ist natürlich Geschmackssache. Viele haben sich auch den Schwarzhaarigen geholt. Oder die Schwarzhaarige. Aber ich kenne jetzt keinen, der sich einen männlichen geholt hat, weil... Warum sollte man sich... Also, ich spiele persönlich... Ich spiele keine männlichen Skins. Also fast nicht. Ich spiele manchmal Omen und Omega oder sowas, aber sonst. Okay, schöne Runde auf jeden Fall. Wieder XP ohne Ende, ohne dass wir es brauchen. Boah. Fast den Fuse-Tube gehauen. So, ich gucke noch kurz, ob das Paket schon da ist. Ich denke nein. Oder vielleicht auch ja. Ich muss es mir sowieso auf der Switch holen. Nein. What the fuck? Warum ist es nur auf der auf dem PC nicht da? Wir hören mal. Danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung an und sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao.